Hi, liebe Leute. Ja, wir haben am Anfang enge Kehren gefahren. Wir haben das Versetzen Schritt für Schritt geübt. Nun könnt ihr in engen Kehren das Versetzen anwenden. Sucht euch eine enge Kehre, in der ihr euch schon sehr wohl fühlt. Nun fahrt ihr weiter innen an, als wenn ihr das beim normalen Fahren machen würdet. Direkt in die Steilheit und fangt an mit dem kleinen Versetzer. Setzt den Impuls und ihr werdet merken, das Ganze funktioniert auch. Euer Blick muss weiter dahin gehen, wo ihr hin wollt und natürlich nicht in den Abgrund, ganz wichtig, der an der äußeren Seite wartet. Nun habt ihr die ersten Erfahrungen gemacht, steigert euch, macht mehrere kleine Versetzer, macht einen großen Versetzer und dann auch die andere Richtung. Nun merkt ihr, im Gelände kommen einige Faktoren zusammen, neben dem mentalen, sprich die unbewusste Angst vor dem Überschlag in den Abgrund, kommt auch hinzu, dass ihr das Gelände lesen müsst. Es ist nicht alles wie im Bikepark gebaut, sondern es liegen vielleicht doofe Wurzeln oder dicke lose Steine im Weg. Ihr müsst eure Linie anpassen. Ihr müsst auch das Gleichgewicht halten können und zum Beispiel mal kurz stehen bleiben und gucken, wo kann ich jetzt hier meinen Versetzer starten? Wo mache ich vielleicht zwei kleine Versetzer? Wo hat der Boden guten Grip? Wo liegt Laub? Wo ist so eher fester Schotter? Das sind alles Dinge, die jetzt zusammenkommen und ihr übt und übt und übt. Dann werdet ihr merken, die Erfahrung hilft euch sehr dabei, diese kleinen Entscheidungen situativ zu treffen. Wenn ihr Erfolgserlebnisse habt und ihr merkt, der Versetzflow kommt, habt ihr den Vorteil, Serpentinentrails haben in der Regel immer Linkskehre, Rechtskehre, Linkskehre, Rechtskehre, optimal zum Üben und das ist dann auch spielerisch, macht Spaß und ihr müsst natürlich auch gerade die schwache Seite vermehrt trainieren. Ihr habt euch mit dem Hinterradversetzen die Königsdisziplin fürs normale Biken, also sprich ohne große Sprünge und Stunts, ausgewählt. Ihr werdet merken, es braucht viel Übung, viel Geduld, viel Technik und viel Entschlossenheit. Ihr habt alles Schritt für Schritt gemacht, dann genießt das Ganze jetzt. Ob ihr jetzt in den Alpen fahrt oder im Mittelgebirge, ihr werdet merken, manchmal versetzt man dann auch, obwohl man es gar nicht müsste, einfach weil es Spaß macht. Je besser es geht und wenn es die Kehre zulässt, macht man auch manchmal kleine Nosewheelies und fährt quasi ohne den Stoppi im Nosewheelie durch die Kehre. Das macht auch Spaß. Genießt das Ganze. Danke, dass ihr die Lektion mitgemacht habt und bleibt dabei. Wir sehen uns beim nächsten Thema.